So, es geht weiter mit Divinity 2. Was mit dem Helm los ist, den wir ja unbedingt benötigen, um hier weiterzumachen, weiß ich jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir den finden. Eigentlich habe ich immer gedacht, wir bekommen ihn hier durch die Truhe, aber nee, doch nicht. Habe ich mir jetzt einfach mal gedacht, wir werden uns in der Akademie schon mal ein bisschen umschauen. Drinnen. Ich gucke mir jetzt nochmal, also ich gucke jetzt nochmal hier draußen kurz und dann gehen wir schon mal in die Akademie und gucken uns da schon mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir da ja den Helm. Ah, das wäre natürlich super nice. Aber wir brauchen den Helm, um weiterzumachen. Den ganz speziellen Helm. Ach, hier ist noch was zum Looten. Okay. Nehme ich natürlich gerne mit. Nee, hier ist aber nichts. Okay, dann gehen wir da mal rein. So, ich speichere hier nochmal vor, denn es kann sein, dass hier nochmal Belligar kommt und uns reinportet. Also in den Kampf. Das passiert aber auch nicht immer. Ja, aber es passiert. Weil das letzte, der letzte Kampf ist immer so ein bisschen buggy. Der kommt manchmal und manchmal nicht. Als schlimmsten aller Teufel wird man euch gedenken. Nur die bösen Kräfte vermochtet ihr zu lenken. In mir tobt ein Willenssturm, euch endlich zu bezwingen, damit der nimmersatte Wurm den Dämon kann verschlingen, der immerzu darauf bestrebt, die Ebene zu zerstören, die Belligar so sehr belebt, die Gegner zu betören. Euer Anspruch auf Rivellon ist nicht größer als der meine. Der Stärkste wird gewinnen und ich werde euch bezwingen. Und wir haben nur noch 119 Minuten Zeit, Sekundenzeit. Minuten wären natürlich awesome. Aber das wird das Spiel leider nicht geben. Ich kann nicht. Es sind allgemein zu viele Gegner. Meiner Meinung nach. Hammer geil. Sonst werden wir nicht überleben. Noch nicht. Das hat bestimmt wehgetan. Hat bestimmt wehgetan. Vor allem, das werden wir nicht, überleben. Das werden wir noch nicht mal schaffen in der Zeit. Noch nicht. Könnte es jetzt einen Trank vertragen? Könnte ich allerdings auch. Der Sieg ist mein. Noch nicht. So, da oben ist noch einer. Was sollte das denn? So, gucken wir uns nochmal um. Hier ist noch einer. Wo ist noch einer? Hä, die sind doch alle tot. Okay, das verstand ich jetzt nicht, denn, die waren alle tot, die Gegner. Wieso, hä? Nein, ihr saftloser Drache, ihr armseliger Wurm. Er hat euch erwischt. Alles ist verloren. Das ewige Dunkel. Möge es für immer euer jämmerlicher Untergang sein. Ihr hattet es schwer. Wie das Glück doch zerrinnt. Zu hoffen war einfach bizarr. Der Schüler verliert und der Meister gewinnt. Zuletzt lacht der tapfere Belligar. Ja, schön, aber die waren doch alle tot.
echt komisch. So, wir wurden eingeschlossen im Kristall, das heißt Game Over und wir sind tot. Das ist natürlich doof. Müssen wir dann nochmal laden. So, automatische Speichern. Ja genau, automatische Speichern war das. Das war nämlich da schon drin. Ja toll, was kann ich denn dafür, wenn alle schon tot waren? Was habe ich da nochmal drin? Ah, das war natürlich super geil. Waren alle schon definitiv tot. Ich habe nichts auf der Map mehr gesehen, was irgendwie noch rot war. Das fand ich dann natürlich echt ein bisschen unfair, muss ich echt zugeben. Führe meine Zappen. Noch nicht. Aber nun gut. Dann machen wir es eben nochmal. Und diesmal save ich auch mittendrin. Einfach, damit wir das Ganze nicht nochmal machen müssen. Nee, das steht uns jetzt ein wenig. Wir werden uns jetzt hier uns den Dingern noch widmen. Hier hinten ist noch einer. Irgendwo. Wo? Da, der flüchtet. Jetzt hat er das. Seht euch an, was ihr uns entgegengeworfen hat und wie leicht ihr damit fertig geworden seid. Es ist vorbei. Ihr habt gewonnen. Verflucht soll sein die Mutter, die einst euch hat geboren. Sie kommt wohl aus der Hölle, als Todesfee sie auserkoren. Einst klagte sie den Tod herbei. Er kam auf leisen Sohlen. Das Leben war ihm einerlei. Tat, wie man ihm befohlen. Als ihr den Untergang nicht saht, aus Ignoranz erblindet. Ihr seid ein Narr, es immer wart und Weisheit ihr nie findet. Das Dunkle kam aus ihrem Leib, ein irrer Geist, fehlgeleitet. Er kommt und sucht sie alle heim, sie in ihr Grab begleitet. Also das war ja mega assi gewesen. Solche Bugs sind nicht sehr schön. Heulen und wüten, aber wir haben die fünf gefunden. Schon bald werden der Göttliche und ich frei sein. Diese Akademie ist riesig und mittlerweile ganz ohne Zweifel gefüllt mit Abscheulichkeiten und den wahnsinnigen Rätseln Melegars. Wir sind fast am Ziel, aber es befinden sich noch Hindernisse auf unserem Weg. Ja, das stimmt, aber erstmal will ich den Helm holen, wenn er denn hier drin ist. Denn ansonsten weiß ich ja nicht, wo der sein soll. Und natürlich erstmal auch die nervigen Gegner töten, die sich jetzt definitiv dauerheilen. Was ja mal gar nicht geht. Na, hör ich hier noch ein paar Gegner kämpfen? Nö. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. So, gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um.
Weil ich mich auf ganz bestimmtes suche. Wenn das denn hier ist. So, jetzt gucke ich mal kurz auf die Map. Das Fiese ist nämlich, wie man hier sieht, hier kann man noch hin und so. So weiter und so fort. Und ganz, ganz viele, viele Bereiche gibt es hier. Das Fiese ist, dass man in den meisten Bereichen nur reinkommt. Da wollte ich noch gar nicht hin. Das Fiese ist, dass man in den meisten Bereichen nur reinkommt, indem man diesen Helm hat. Und ohne den Helm kommen wir deswegen nicht weiter. Und deswegen weiß ich jetzt... deswegen muss ich den jetzt suchen. Hier ist eine Wand. Deswegen muss ich den jetzt suchen, um weiterzukommen. Ich gucke jetzt erstmal oben. Und dann gucken wir da unten. Und bis dahin haben wir dann auch schon mal alles aufgeräumt. Übrigens, wir sind wirklich auch schon, ja, fast kurz davor. Na, kurz davor ist es ein bisschen übertrieben. Aber zumindest ziemlich weit und dauert nicht mal lange, bis wir das hier auch alles durch haben. Und das ist doch nicht schlecht. Hätte ich eigentlich nie erwartet, dass wir das so schnell durchkriegen. Noch nicht. Aber das freut mich dann ja natürlich ein wenig. Na komm, du stirbst auch noch. So, hier müsste theoretisch eigentlich auch nichts sein, oder? Nee. Kein Helm. Kein Helm. Kein Helm. Dann die andere Seite. Ja, und bevor wir natürlich weitermachen, erstmal safen. Und dann haben wir ganz schön viel schon hier geschafft. Oh, Level up. Oh nein, das musst du gar nicht. Erstmal kommt das Level up hier, dass wir skillen. Stärke ist wichtig, da werde ich jetzt noch ein bisschen was drauf machen. Ja, worauf können wir denn noch? Was ist das? Verwirrung? Ja, wir können Verwirrung. Ach komm, wir machen jetzt am Punkt auf Weg des Kampfmagiers. Vielleicht hilft uns das ja ein bisschen weiter. Ich wurde vergiftet. Na, oh Mann, beweg dich doch. Wieder einfach hier nicht die Fähigkeit auslöst. Und die Heilfähigkeit. Ach, weil er wieder Pull. Ich kann nicht.
Ah, das ist schon ein wenig hart hier. Nein! Warum heilst du dich? Ich kann nicht. Führe meinen. Ach komm, dann müssen wir diesen Trank nehmen. Wollte ich ja eigentlich nicht, aber. Muss wohl so sein. Ah, der ist auch schon tot. Flimm. Flimm, flimm, flimm. Ja, ja, ja. Achso, nee, hier ist was anderes, was noch später wichtig ist. Ist nämlich, hier ist nirgendwo die Kugel. Die Kugel. die Helm, der Helm. Ja, das mit den Druckplatten können wir noch nicht machen, da brauchen wir den Helm. Nämlich wichtig, dass wir den brauchen. Ja, der einzige Weg, den wir jetzt noch machen können, den wir jetzt noch gehen können, das wäre der Weg unten. Ich nehme mal an, dass das auch die erste Anlaufstelle ist. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal nach unten. Wo ist denn der Weg nach unten? Hier hinten, ne? Ja, da hinten. Gut, dann. Genau. Azazete. Wow, was für eine besondere Maschine hier. Fuck, wieso macht mir so wenig Schaden? So machen wir mehr Schaden. Ich höre meinen Zorn. Dort ein Gegner gespawnt? Nö. Zombie Level 40 macht bei uns nicht viel Schaden, macht aber wir machen bei ihm aber auch nicht viel Schaden. Moment, war hier nicht auch noch ein Hebel? Oder müssen wir nur den Hebel unten drücken? Aber ich muss mir den Hebel unten drücken. Okay. Ach, da unten sind doch noch Zombies. Ich kann nicht. Oh, das ist so assi. Mach doch mal der Fernkampf. Kacke hier. Ja, wie Panne ist das denn bitte? Ich heile mich und die machen trotzdem noch mehr Schaden insgesamt, als ich Leben habe.
Ich glaube, Fernkampf macht doch mehr Sinn. Dann holen wir uns noch unsere Kreatur und dann machen wir noch das. Achso, der ist schon tot. Dem wir auch wieder heilen. Noch nicht. Ja, dann laden wir jetzt mal kurz auf. Miau. Dann nochmal safen. Ja, genau, der hat den Helm, den wir brauchen. Ja, das können wir auch. Ja, so ähnlich. Das ist ganz gut, dass wir einen Helm haben und den kommen wir, wie ich das schon mal gesagt habe, nicht weiter. Kampf ist jetzt auch nicht gerade so spannend, weil der ziemlich wenig Schaden macht, beziehungsweise nur an meiner Kreatur. Eine Truhe. Und das Ding, genau, ist wieder weg, da können wir wieder durch. So, da haben wir noch ein paar Sachen bekommen und da ist der Helm. Der Helm der Geheimnisse, genau, den brauchen wir nämlich. Ein seltsames Gerät habt ihr da gefunden. Unterschätzt nicht den Nutzen, den es für euch haben kann. Ich wage zu behaupten, dass es nur in dieser verzauberten Akademie funktioniert, aber es könnte sich dennoch als nützlich erweisen. Ja, wir müssen das ja auch nur benutzen. Das ist ein bisschen komisch mit den Helm anlegen, dann sieht das so ein bisschen eklig aus. Also wenn wir jetzt den Helm anlegen, das können wir ja mal machen. Genau, den können wir zum Drachenturm packen und den auch. Wenn wir jetzt den Helm anlegen, dann sehen wir so ganz komisch, wie man sieht. Aber wir sehen auch, dass hier zum Beispiel diese Wand weg ist. Und wir können hier runter, also wir können hier Geheimgänge sehen. Und das ist das Wichtige an dieser Akademie, denn sonst kommen wir nämlich nicht weiter, weil wir ohne diesen Helm nicht durch die Wände gehen können. Aber ganz ehrlich, ich kann das nicht die ganze Zeit sehen. Das ist so. Nein! Okay, jetzt haben wir unseren Helm weggemacht im Drachenturm. Wow. Das sollte natürlich nicht sein. Das ist natürlich nicht so intelligent. Wir müssen ihn erstmal wiederholen. Das war natürlich ganz schön doof von mir. Das war der hier, ne? Auf euch den Kopf über das Ding zu zerbrechen. Ich habe doch gesagt, dass es außerhalb der Akademie nicht funktioniert. Boah, nee, das war auch gar nicht so wichtig. Ich wollte es hier auch nicht benutzen. Du blöder Heini. Ich wollte doch nur meinen Helm wiederholen, den ich aus Versehen weggemacht habe. Ja, wir holen uns jetzt die Gegenstände, die wir brauchen. Wir brauchen nämlich insgesamt 5 Kugeln.
Ist hier denn eine Kugel? Jetzt können wir mal gucken. Ja. Was müssen wir hier machen? Boah, das geht so ganz abartig auf die Augen. Und dann noch ein Hebel, oder nicht? Boah, das ist abartig. Funktioniert der Hebel eigentlich auch noch ohne diesen Helm? Also kann ich den auch noch ohne den Helm sehen? Wir kommen da ja ohne den Helm ja ohne noch so ein Teil ja nicht rauf. Aber müssen wir den nochmal anlegen. Irgendwas brauchen wir noch. Oder bist du davon echt kirre von diesen Effekten? Oder muss ich da... Ach nee, Moment. Nee. Wir können den Helm erstmal wieder ablegen. Wir können ja hier rauf. Gut gemacht. Diese Kugeln sind der Schlüssel. Kugeln der Freiheit, die Jahrtausende des Verfalls ungeschehen machen. Bellegarde muss sie überall in der Akademie versteckt haben. Ihr müsst sie alle finden, um die Gruft aufzuschließen, in der ich eingesperrt bin. So, das war Kugel 1 von 5. Moment. Die Geheimwege hier? Nee. Da wird die verrückt von dieser, von diesen Effekten, aber das müssen wir leider noch ein paar Mal machen. So, und zwar hier mit den. Huch, da konnte ich durch die Wand gucken. Das ist immer schlecht, wenn man durch die Wände gucken kann hier in dem Spiel. Das bedeutet nämlich meistens immer, man kann sich hier irgendwie durchbacken. Und dann ins Unendliche fallen. So, jetzt müssen wir hier das mit dem Plattform machen. Und wir benötigen den Helm. Damit die Plattformen auch funktionieren. Das war falsch. Die... Dann die... Das war richtig... Dann bestimmt die leuchtende. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und dann die letzte hier oben. So. Und dann schnell das Anliegen hier. Für meine Sammlung. Ah, das ist schön. Jetzt haben wir schon 2 von 5 Kugeln. Okay. Hier ist die dritte Kugel. Die ist mega assi, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie ist das zu machen? Muss ich,
nochmal überlegen. Aber das machen wir alles in der nächsten Aufnahmesession. Also wir sehen uns bis zur nächsten Kugel. Ha, 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 ha. Ja, das ist witzig.